Fahrschule sind bei uns zu Gast. Am 24. Juli kommt das Album raus. Schön kaputt. Und wir haben ja vorhin schon Mülheim Ruhr gehört. Vielen Dank dafür. Und ihr könnt euch das Video anschauen bei euch auf der Facebook-Seite. Das ist mich gerade vor, ich glaube, anderthalb Stunden online gesetzt worden. Sehr schön. Jetzt muss ich euch mal vorstellen. Ich hoffe, dass ich alles richtig hinkriege. Neben mir sitzt der Chris. Richtig. Dann kommt der Mirko. Dann Costa. Dann Fabian, der mich übrigens schon beleidigt hat heute. Ja, dann Blubby, Andi und Matthias. War richtig? Yes. Soll ich mal erzählen, was... So, ich, anderthalb Stunden vorher waren sie hier, wir haben gequatscht und so die ganze Zeit. Und irgendwann komme ich raus und sage, die Sendung geht gleich los. Und Fabian sagt, moderierst du? Ich, ja, sagt er, du hast ja eine Jogginghose an. Und da war jetzt der Sechste, der das heute zu mir gesagt hat. Deswegen, hier ist die Jogginghose, ich stehe dazu. Dazu muss ich direkt sagen, ja. Der Fabian kommt auch aus Köln und wir kommen alle aus Mülheim und Oberhausen. Also im Ruhrgebiet kennt man das. Ja, ne? Uns ist es eher nicht aufgefallen. Gut, ich habe euch jetzt nicht, obwohl ich euch sehr modisch eingeschätzt habe natürlich. Klar. Mülheim Ruhr ist ja eure, da kommt ihr her, da, das ist eure Liebe und da, deswegen gibt es auch den Song dazu. Und ich habe jetzt mal ein paar Zahlen und Daten von der offiziellen Seite von Mülheim in der Ruhr rausgesucht. Und da sind interessante Sachen dabei, über die Geschichte zum Beispiel. Kennt ihr alles? Zum Beispiel, dass die erste Straßenbahnlinie 1897 bei euch fuhr. Ich sag mal, die genauen Daten kenne ich nicht, aber der Mirko ist aufgewachsen und ich auch direkt neben der ältesten Straßenbahn. Ach so, man kennt okay. Das. Also. Ich glaube, die fährt auch noch. Sie sehen zumindest so aus. Okay. Aber ich denke, mein Opa wird da drin auch der erste Schwarzfahrer gewesen. Sehr schön. Oder zum Beispiel die Altersstruktur. 45 bis 65, da würde ich vielleicht, oder bis 18 bis 45 zähle ich euch mal dazu, 30,4%. Merkt man das, wenn man so abends unterwegs ist in Mülheim? Was war die Frage? Von der Altersstruktur, dass da halt so 30% 18 bis 45 sind. In Mülheim sind eigentlich, man trifft immer Gleichaltrige auf jeden Fall. Also das reicht ja auch schon. Ne? Man kann ja auch im kleinen Kreis Spaß haben. Aber ich war neulich in Mülheim weg. Man merkt eigentlich, dass sehr viele alte Menschen in Mülheim sind. Aber abends merkt man es nicht mehr. Dann sind einfach sehr wenig Menschen in Mülheim. Aha, aber warum, die sind dann auch relativ jung. Und warum singt man dann ein Lied über Mülheim und singt über die Liebe zu Mülheim? Weil wir da aufgewachsen sind. So. Ich bin in Mülheim geboren und keine Ahnung, warum hat irgendwer New York geschrieben oder sowas? Keine Ahnung, ich möchte das jetzt ja nicht damit vergleichen, aber die Inspiration ist dieselbe. Ich kann mir ja nicht aussuchen, wo ich herkomme, ne? Woanders ist auch scheiße. Ja, genau. Außerdem muss man ja auch sagen, es gibt so viele Lieder über Köln, da ist das doch total schön, wenn mal einer oder wenn wir mal einen Song über Mülheim an der Ruhr schreiben, oder? Auf jeden Fall, definitiv. Wobei es ist nicht über Köln-Mülheim. Schon mal zur Verwechslung gekommen? Also gab es schon Leute, die euch interviewt haben und gesagt haben, ihr seid ja aus Köln, aus Mülheim? Noch nicht. Wir haben ganz selten über Mülheim gesprochen bis jetzt oder über Oberhausen. Also wir haben es nie definiert, wo wir herkommen. Mhm. Für uns ist das überhaupt nicht wichtig. Also das wird jetzt vielleicht so dir so rüberkommen, aber im Endeffekt ist uns das egal. So. Aber mir ist es schon passiert, weil meine Frau ist Kölnerin und wenn die mich fragen, wo kommst du her? Und ich sage aus Mülheim, dann gehen die schon davon aus, dass ich Köln-Mülheim. Ach so, okay. Deshalb sage ich immer aus dem Pott. Aus dem Pott, okay. Was ist da unten, das wissen wir. Sehr schön. Ich finde, wir hören jetzt mal, wir haben es ja schon gehört, aber wir wollen ein bisschen in das Video reinschauen. Denn es ist, wie gesagt, ganz, ganz neu. Und das wollen wir sehen. Sonderschule, da.